Wer macht jetzt die Anmod? Ja, du, du Affe! Das bleibt ja, drin, das hallo, bleibt ich. Drin. Und ein wunderschönes Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Live in the Woods mit dem Ducky Priest. Hallo! Und Tepedo Bear. Hallo! Ja, gleich mal zu Anfang, nicht wundern, bei mir, ich glaube unten rechts seht ihr das glaube auch, bei mir steht da Windows aktivieren. Ich muss da erst mit dem Support quatschen, dass ich das, weil ich habe nämlich meinen Rechner neu gemacht, deswegen steht das da. Und ich muss da erstmal hat eine Röpkebi! Genau, deswegen. Deswegen, ich muss das irgendwie durchprügeln. Nein, das steht jetzt nur da, weil ich mit dem Support mich noch nie in Verbindung gesetzt habe jetzt. Spontan. So. Ja, wollte ich bloß mal anmerken, nicht, dass sich die Leute wundern hier, warum bei mir Windows aktivieren steht. Wundern sie sich trotzdem aus erstmal zweitens. Gut, was machen wir jetzt? Also ich würde mir gerne angucken, was ihr alles so schön gebaut habt, weil wir sind ja jetzt auf einem besseren Server, besseren in Anführungszeichen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ist das jetzt ein, das teurere Modell des ganzen Servers und hallo. wir hatten nicht den gleichen Spielstand, den wir bei der letzten Map hatten. Deswegen haben die zwei hier, also der Bedo Betsy und Darky Schädel, Darky Schädel sag ich schon, was ist denn hier los, Knusperschädel, haben hier irgendwie gemeint, sie müssen bauen und sie müssen fleißig sein und das finde ich sehr gut und deswegen zeigt ihr mir mal, was ihr gemacht habt, ihr das, Schädlinge. Das Ding war einfach das, ich dachte, also ich habe ja deinen Pipe-Tunnel gebaut nochmal neu, weil der war ja weg. Ja. So, und habe mir dann so gedacht, ja, ein bisschen ausbauen könnte man die auch, ich wollte es dann nicht übertreiben. Und hab das dann einfach mal zwischen den Folgen gemacht, weil es war jetzt nicht spektakulär, die so ein bisschen hübsch zu machen. Deswegen, aber wir können ja erstmal jetzt uns den Tunnel angucken. Warte mal, wie war denn das? Ach so, wir können ja mal von, ich weiß nicht, wie du das gemacht hattest, deswegen, ich habe das jetzt mal so gemacht, wie ich mir das vielleicht dachte. Da du ja hier unten die Kisten hast, ne? Ich habe mal oft gemacht auch, dass dann auch von hier aus die Pipes hier durchlaufen. In den Berg rein, so. Und hier haut man sich immer noch einen Kopf ein, weil hier ist noch nie ausgebaut. Also Darky sein Tunnel habe ich noch nie komplett fertig. Ach, das sind schon Pipes hier, oder was? Nee, es sind noch keine Pipes, nee. Aber ich habe... Hätte das sein können, die werden irgendwie verschalt seit neuestem. Nee. Und hier geht halt der Gang dann lang. Der geht ein bisschen, ist ein bisschen treppenlastig deiner, aber es ist nicht so schlimm. Zickeli, zackeli. Hä? Wo seid ihr denn? Ja, hast... Wie jetzt? Du verläufst dich auch noch, oder nee, was? Bei mir war gerade ein Lag. Ach so. Ja, ach so, den hat schon. So, dann geht das hier unter deiner Brücke lang, sozusagen. Schau mal, Hive-Schiffe. Was, Hive-Schiffe? Hive-Schiffe. So, und dann fängt es hier an, bis hier habe ich schon ausgebaut komplett. Deiner wird sogar halt sogar mit Glowstone oder was dahinter? Ja, mit Glowstone Dust halt. Das ist halt die mittleren und der Boden zieht sich, also das Design an sich zieht sich immer komplett durch alle Pipe-Tunnel, außer die Farben hier. Also bei dir ist es schwarz, hier vorne wirst du gleich sehen, wird es dann Quarzit. Das ist nämlich der bis zum Amboss geht hier. Hier steht bei mir noch dort hinten, ist das Absicht oder? Ja, ach, jetzt nicht mehr. Ja, also gerade eben leckt das wie Sau, muss ich sagen. Ja. Hier geht's halt jetzt zum Amboss, hier ist auch noch, das gefällt mir zwar noch nie so ganz mit dem Glas, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Mal gucken. Wo ist denn Patsy? Ach da. Und und hier geht's dann halt bei uns ins Lagerhaus. Wow! Genau, und nice. Den anderen Tunnel habe ich bis heute auch noch ausgebaut. Hui. Ja, mir wird auch gerade schlecht. Junge. Ja. Lustigerweise haben wir in dem Tunnel irgendwie immer eine Fledermaus. Ich weiß nicht warum. Ich kann die töten, wie ich will, aber irgendwie sind die immer da. Ja, und den habe ich bis heute auch noch ausgebaut, so eben in einem Grünton. Und hier ist irgendwie immer ein Schatten. Ich kann das wegmachen, neu machen, dann ist der Schatten weg. Irgendwann kommt er wieder. Das ist ganz komisch. Ja gut, also der zieht sich halt bis hinten komplett unter die Felder durch eben jetzt. Button. Oh, überhaupt nicht weit, ne? Da bauen wir jetzt das ist voll das Strange-Ding. Ja, das sieht ganz gut. Wenn du genau hier stehst, ey, geil. Es hat irgendwie was von diesen, kennt ihr irgendwie die alte Serie Battlestar Galactica, wenn die da so rausschießen, so... No, genau. Das habe ich so gemacht in der Zwischenzeit eigentlich. Oh, fleißig, der Junge. Boah, so mal
bisschen so neben meinem PC aufrüsten, dann nochmal so einen Scheiß gemacht nebenbei. Merkbar. Ja, wir hatten ja auch jetzt ein kleines Wer zum Strahlen. Wir hatten ja auch ein kleines Päuschen drinne jetzt. Mhm. Aber das ist ja halb so wild. Die Leute freuen sich jetzt, dass es weitergeht und so. Hoffe ich zumindest. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Oder was hat der Pedro noch gemacht? Das kann er auch nochmal. Genau. Uns das auch nochmal vorführen, oder? Dolly, wollt ihr das? Wo bist du? Achso, da kannst du ja auch in der Folge mal zu dem Thema Brücke befragen jetzt. Genau. Warte mal auf. Ne? Achso, und ich habe vorhin noch dein mein Herz beleuchtet. Oh. Ja, anders beleuchtet, genau. Mit Lose und das eben. Ja. Leuchtet's komplett. Voll geil. So. Folge mich. Folge mich. Ja, pass auf. Ich habe wieder mal an Tunnel weiter gebastelt. Mhm. Der fährt rüber bis zu mir. Hm? Habt ihr auch dieses Thema von diesem Hornstein und dem Kubikschiefer? Aber der, die sind alle schon angeschlossen, ne? Also, oder ist er noch nicht? Die sind noch ultra schnell übrigens. Ja, das ist auch gut, weil sonst, wenn du laufen könntest, macht ja keinen Sinn. Wie ist denn das, Patsy? Kann man hier irgendwie so eine Kiste hinmachen, dass man hier immer Loren hat? Oder ist das irgendwie doof? Nee, weil dann stapeln sie es ja hinten, ne? No? Ne, kann man eigentlich machen, ist eigentlich eine schnicke Idee. Mhm. Ne, wie gesagt, der Tunnel, der geht halt älter. Der ist halt grün unten und Hornstein oben. Mhm. Aber hier halt umgedreht, Hornstein. Weißt du, was cooler ist? Thema Kiste und Lohn. Mach doch einfach dieses Kühlschrankprinzip, dass man auf Knopfdruck ähnlich kriegt. Weißt du, dass zum, mit Knopf, zum Knopf, oder so, genau. Spell. Ja, genau, wie bei das ich dem anderen kleineren YouTuber. Ja, und das hier ist ein Darky sein Eisenbahntunnel, der zu dir geht. Ja. Da geht zu deiner Holzfällerhütte. Da ist halt noch nicht beleuchtet und nix. Aber hast du auch wieder den Grünschiefer zu und an der Seite halt mal was anderes. Jetzt weiß ich, warum ich halt die ganze Zeit keinen Grünschiefer hatte, weißt du? Da ruhig, hab ich alles gefarmt. Boah, hier kannst du ja voll unter Wasser gehen. Das soll nicht hier unter Wasser gehen. Ja, voll geil. Das also ist schon von dem Prinzip ab. Schon von hier komplett unter Wasser mit Glasdach geil. Ja. Was heißt so, meiner? Ist ja nicht meiner, ist ja unsere Holzfällerhütte, nicht meine, Mensch. Ja, die Frage ist halt jetzt theoretisch, wenn der das jetzt hier drüber ziehen würde, wäre das ein bisschen uncool, oder? Weiß ich ja nie. Also ist jetzt meine Meinung. Ja, hier ist ja irgendwo dann die Hexen, da hinten ist ja die Hexendings, die Hexen. Ja genau, und da wolltest du ja eine Brücke rüberbauen und das würde sich dann wahrscheinlich irgendwie in die Quere kommen oder zu viel werden oder so, ich weiß es ja nicht. Hm. Weil sind es ja Brücken, die sich kreuzen, ne? Ja genau, das ist es ja. Den beziehungsweise, willst du nicht erst zur Hexen, du könntest ja unter Wasser bis zur Hexenhütte machen, dort einen Bahnanschluss und von der Hexenhütte dann praktisch einen Zweig zur... Ja, ist auch scheiße. Egal, wie das macht, ist kacke. Hui, jetzt ruckelt das aber überhaupt nicht mehr. Können wir denn jetzt mit Fackeln in deiner Nähe laufen oder ruckelt das immer noch? Na, wenn ich... Also manchmal ist es so, dass es ruckelt und manchmal nie. Oh. Das ist ganz komisch. Also jetzt geht's zum Beispiel. Ich guck mal kurz hier rein. Oh, 37 FPS, also es geht. Oh. Doch, steht doch bei mir aber da. Ah, wo ich da. Heute das erste Mal drinne war oder das zweite Mal oder so und da mit einer Fackel gelaufen bin, hat es bei mir geruckelt. Dann ist war irgendwie, es manchmal ruckelt es, manchmal nicht, ist merkwürdig. Ja, bei mir ruckelt es heute allgemein. Ne? Ja, Ahnung, sind wir aber selbst Gronkh sein NASA-PC ruckelt. Also ist nicht so, dass... Gut, hier müssen wir vielleicht irgendwie mal überdenken, ob wir vielleicht hier irgendwie so eine andere Beleuchtungsmethode wie die Fackel... Das haben wir schon noch vor. Ich wollte das mit gechiselten Glowstone machen. Mhm. Und die wollte ich dann in die Decke einsetzen. Mhm. Cool. Ja, richtig. So, gut. Und was machen wir jetzt? Also, wenn jetzt, du magst, könnte ich dem Patsy helfen, wenn du willst. Oder willst du das eher offscreen weitermachen? Ich weiß es nie. Keine Ahnung, wenn du irgendwas zu tun hast, ich hab dann kein... mach ich bei dir mit. Also ich würde jetzt ungern helfen, weil ich habe erstmal genug von Unterwasser bauen, weil ich habe ja den Tunnel ausgebaut unten und du weißt ja noch, wie das war, Darky. Mhm. Dass da immer von oben der ganze Fluss runterkam. Ja, ja. Darky, guck mal, ich habe was für dich. Was ist denn da los? Und eine Pizza? Sieht aus wie eine Pizza. Und den Pipe-Tunnel würde ich dann offscreen ausbauen zum Beispiel. Ja, Spaghetti mit Fleischbällchen. Ach, und ich?
Bist du das hier? Kriegst du auch? Nee, warte mal. Du kriegst was anderes. Da. Toll. Ein Bär. Ein Spaltelbär. Yay. Nee, oder wollen wir irgendwas mal gemeinsam weitermachen? Also ich weiß nicht. Boah. Wir können ja erstmal alle ein bisschen Holz sammeln gehen. Genau. Also brauchen wir jetzt Holz. Na, Holz brauchen wir sowieso mal wieder einiges. Wir könnten... Was war eigentlich ganz mal... anderes. Wir könnten eigentlich auch mal hier oben irgendwas hinbauen, aber ich weiß ja nicht, das muss dann irgendwas Episches sein. Vielleicht ein Knusperschädel sein Haus. Ne, das ist ja nie episch. Weil eigentlich haben wir ja noch keine einzelne, also bis auf Pedro, und der hat ja auch nur so ein kleines. Weil wir müssen ja irgendwann auch mal unsere Häuser bauen, ne? Ja, richtig, aber ich wollte erstmal eigentlich, ja. Achso, übrigens, wenn wir mal vorhaben, jetzt zum Beispiel so eine Feldküche zu bauen oder sowas halt, oder ein Restaurant oder was auch immer, wo wir unser ganzes Fretzen lagern, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, die Drawers mit Klebeband abzudichten, dass man die so abbauen kann und dann wieder so stellen kann. Da brauchen wir die nämlich in die Leerräume, das ist voll geil. Okay. Habe ich letztes Mal durch Zufall festgestellt. Schubst! Oh. Schubst dich gleich mal. Auf welche Version arbeiten wir eigentlich gerade? 1.7.10. Okay. Ja, Minecraft-Version ist 1.7.10. Ne? Weil zum Beispiel, wo du gerade gesagt hast, schubs, bei der 1.10er ist ja Bäm, da kann man dich runterschubsen. Ja. Da kannst du nicht mal durch, bei Leitern kannst du ja nicht mehr durch mich durchgehen. Da schiebt der eine den anderen. Ja. Tja, Leute, was machen wir? Wir könnten auch theoretisch jetzt mit dem neuen Sofa mal auf Reizen gehen. Theoretisch. No, das wollte ich mich gerade vorschlagen, eine kleine Reize. Da brauchen wir aber erst noch Betzen und sowas, ne? Also ich habe ein Betzi. Ein Bett müsste eigentlich da sein. Also spätestens, also ich habe eins einstecken und unten im Dings liegt auf jeden Fall ohne eins. Also wollen wir eine kleine Reize. Ja, wir können auch reizen. Wir können spreizen, was? Nein, später. Später. Ja, es ist noch nicht spät genug. Was braucht man da dafür? Rucksäcke habe ich zwei. Essen braucht man auf jeden Fall. Ah, da muss ich erstmal auslernen hier. Oh, dieses Windows aktivieren, das nervt mich gerade ein bisschen. Das steht immer direkt vor dem, unten bei dem, wie viel gebackene Süßkartoffeln? 14 Stacks und wie viele Popcorn? 9. Und was ist hier so drin? 15, 22 gegrillte Pilze. Naja, geht los. Ah, schön. Diamond Pickaxe. Nehme ich mal mit. Kannst du? So, ich habe jetzt 9 Stacks Pilze mit. Läuft. Hä? Oh, mein Rucksack ist leer. Schön. Sofa-Lag, kann das sein? Ja, gerade mega. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir nochmal ihm Bescheid geben, dass das... Also wir haben jetzt jemanden dafür, der sich um den Sofa kümmert. Deswegen müssen wir nochmal da mit dem reden, dass da irgendwie ab und zu mal gerne Leg ist. Bette war hier drinne, so. Ja. Bitte, was haust du jetzt, warum haust du jetzt hier Steine und so rein? Bist du ein lustiger? Ich lahm mich aus. Na, warum aber dort? Das ist die Werkzeugkiste. Ach so. Läuft bei mir. Das hier haltbar. Diamant-Pickaxe, hier hast du noch eine Haltbarkeit 2. Ja, ich hab eine. Ach so, okay. Mir fällt gerade auf. Wo ist denn die Kiste? Nie. Die habe ich weggemacht, weil die dort oben nichts zu suchen hat. Wozu stand die dort oben? Da hier jetzt aber, ne? Wozu stand die dort oben? Na, weil diese Steine hier, ne? Der Quarzitstein und bla. Weil das zu viel gewesen ist. Da lag nichts drin in der Kiste. Die war komplett leer. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Außerdem ist da ein schwarzer Rand drum. So viel kann es gar nicht gewesen sein. Werden Carpenterhammer auch einsortiert? Achso, 46. Nö. Ist ja ein Werkzeug, ist ja extra Kiste hier. Aber ja, hau erst, fast du musst ja hier noch nicht anmachen. Du kannst erstmal dort durch reinmüllen. Irgendwie erzähle ich dir das jedes Mal zur Aufnahmesession neu. So. Ja, was braucht man jetzt im Bett? Was zu essen? Haben wir? Also ich habe was. Also Bette habe ich, was zu essen. Ja, ein nicht Atlas, so viel. Wer ihn hat, ein Atlas? Atlas habe ich. Ein Pickaxe, ein Diamant, ein Schüssel also habe ich, Pickaxe. Schüssel brauche ich nicht, ne? Brauchst jetzt nicht, ne. Ah, den kann ich ja in den Werkzeug oben reinwerfen. Und ich habe ja den Werkzeugrucksack, das heißt, Eisen habe ich, Kohle habe ich, Holz habe ich ein bisschen. Kohle habe ich auch ein bisschen. Und ja, also ich wäre soweit eigentlich. Ja, warte eine Sekunde. Aber wir könnten uns, haben wir noch Rucksäcke irgendwo? Ne, ne?
Nee, aber wir nämlich gerne noch ein oder zwei Rucksäcke machen. Oh, leck. Ja. Ah, irgendwas haut gerade nicht im Server, das ist... Ja, so ein bisschen. Ja, wir haben nur noch 8 Leder. Ich weiß immer noch nicht, wo das ganze Kunstleder hin ist. Das ist mir echt ein Rätsel. 8 Leder, damit kann ich einen Rucksack noch machen. Also einen Rucksack habe ich selber. 2 Rucksäcke, wenn ich das ganze Zeug rausschmeiße aus dem einen. Ja, mach mal. Wozu hast denn du sonst einen Rucksack? Haben wir irgendwo noch Stickies? Hab ich warte mal, ich habe kein Schwert oder? Dabei. Brauchen wir da auch nicht. Achso, wir haben ja keine. Okay. Nö, dann müssen wir jetzt erst mit Danny quatschen, deswegen. Übrigens, schönen Gruß an Danny an dieser Stelle und vielen lieben Dank nochmal, dass du dich da fein um unseren Server kümmerst. Mhm. Ach ja, na was denn los jetzt hier? Also Schere habe ich, Eimer, Wassereimer. Oh ja, eine Schere kann ich auch direkt mitnehmen. Ah, ich habe vielleicht nur so eine halbe mitgenommen. Ich nehme mal 2 mit. Was ein Eimer, hier? Warte mal, ich nehme auch mal 2 Eimer mit, falls wir irgendwas. Also ich habe einen Wassereimer, habe ich mit bei. Ich nehme mal 2 Eimer, ich nehme mal 2 Eimer mit, ich habe mal 6 Eimer einstecken. Haben wir irgendwo noch Stickies? Ja, guck mal hier vorne, hier. Wo ist hier vorne? Du läufst immer zum Stein, warum weiß ich bis heute nicht. Ach ja, nee, hier sind weil ich mich doch eher immer noch nicht aus. 5 Stöcke, ich habe noch welche im Rucksack. Ja, wir haben kein Holz mehr, das ist das Problem. Weil ich habe gerade Holz da reingeworfen. Oder? Ein Stecki Holz habe ich doch. Alles klar. Läuft bei uns. Immer. Merkt man doch, wie kompetent wir sind und also es ist ja unfassbar eigentlich. Macht uns keiner so schnell nach. Nee. Also aua. Wenn wir nichts können, dann ist es das. Ja, wenn wir was können, dann ist es inkompetent sein. Wie weit sind wir denn eigentlich, Patsy? Übrigens, den Timo macht jetzt der Patsy. Mhm. Weil die haben nämlich irgendwie mittlerweile ein bisschen besseres Verhältnis wie ich mit dem Timo. Das so. Ist halt leider so. Freundschaften kommen und gehen. Nein, Ja, wir sind jetzt ja gerade bei 17. Ah, alles klar. Ja, wie gesagt, so 20 bis 30 irgendwie so in der Richtung, dass wir da... Wo? Dann würde ich sagen, dann bereiten wir uns doch jetzt in dieser Folge noch vollends vor. Und dann, ne? Ja, klar. Also Essen habe ich, Schere habe ich, Pickaxe habe ich... Warte mal, ich mache gerade noch die ganzen Stickies. Okay. Und dann habe ich so... 8 Stacks Stickies und das müsst ihr wohl reichen. Was? Wozu willst du so viele Stickies mitnehmen? Nicht mitnehmen, nur haben. Ach so, das ist gut. Kannst du mir dann mal ein halbes raushauen oder so? Oder ein bisschen Holz oder was? Oder keine Ahnung. Ja, Holz habe ich jetzt keins mehr. Ach so, gut. Das ist natürlich super. Warte mal, hier, hallo. Also, falls ihr zu wenig zu essen habt, ich habe 9-mal gegrillte Aubergine mit. Brauchst du auch noch Stickies, lieber Pets? Stickies können die Schaden machen. Und ich habe 9-mal Mushrooms einstecken gegrillt. Hast du? Ne, die habe ich jetzt. Jetzt hat er mir die Stickies geklaut. Na, wo sind die Stickies? Wo muss ich die restlichen Stickies hinbauen? Hier. Oder in deine Sortierkiste. Oder. Wie mache ich das mit... Alle einzeln. Ja, eben. Ich durfte mir... Ja, rechtsklick. Aber nie das Bett. Du hast das Bett in der Hand. Ah, okay. Du musst mit den Stickies draufklicken. Ja. Du bist schon eine Weile her bei mir. Kennst doch mal den älteren Herrn, ne? Ja, macht aber fein. Das. Ja? Ja, da rein. Hat ja fein gemacht. Aua. Aua. Einfach mal alle einfach mal um mich schlagen. Also Schwerter brauchen wir keine. Gut. Nee, also eigentlich nie. So, jetzt wollen wir noch was zu ätzen. Weil Schweine ätzen, und sowas wollen wir ja jetzt nicht unbedingt töten oder so. Also ich hab Essen mit Doggy. Ja, schön, jetzt, ich hab aber nur eine Pizza. Deine. Ja, pass auf, hier, warte, hier, guck da. Oh, toll, Bären. Willst du mich verarschen? Das sind Auberginen. Auberginen. Mag ich nicht. Auberginen. Alter, lecke mir am Fuß. Du kannst mal einen Schuh aufpumpen. Was haben wir hier? Jo.
Baked Potato, Baked Sweet Potato, Popcorn, Steak Limit. Steak Limit. Achso. Steak Limit, schön. So, ja, wann steht das denn hier? Ja, das ist Kaffee neu. Da steht doch jetzt immer, dass 6 mal 4 6 drin sind und 4 extra. Nee, warte mal, wie war das? Ja, 6 so, volle nee. Und 4 extra. Ein, also zum Beispiel jetzt, guck mal hier unten drauf. Auf das Lamm hier unten. Ja. Ne? Da steht jetzt zum Beispiel Lamm mit Minzsoße 6 mal 4er Stacks. Also 6 4er Stacks sind okay. Da drinne. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei Melon Smoothie das ganz unten hast, ein 8er Stack drinne und 7 extra. Also ein komplettes Stack also nimmt man entweder und dann noch mal 7 extra raus oder einen 8er Stack und halt 7 nochmal. Genau. Wenn du jetzt noch eins reinmachst, hast du 2x 8er Stack. Ja. Mensch, du. Ich bin richtig, also Smiley ist ein Scheiß. Achso, und ich habe noch ein bisschen Obsidian gefarmt übrigens, hab dir noch mal ein bisschen aufgewertet, auch ein bisschen abgeschlossen und so, also so ein bisschen. Aber wir brauchen echt noch viel, viel mehr, also es ist... In welche Richtung reisen wir denn überhaupt? Ich guck mal auf der Atlas, warte mal. Warum habe ich hier noch Grilled Mushrooms in der Hand? Das verstehe ich jetzt nicht. So, ich gucke mal. Das ist komisch. Also ich würde sagen... Der Onkel will mich anfassen. Aber ich würde sagen, nie in den Westen. Nie in den Osten. Was? Ja, entweder Süden oder Süd... Also Süd, Südwest, Süd, Süden, Südwest, sowas in der Richtung, ne? Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir ziehen nach Mallorca. Wir können auch mit der Rolltreppe nach Ibiza fahren. Das können wir auch machen. Ja, auch eine Idee. Würde bei uns laufen. Läuft bei uns. Hat noch jemanden einen Rucksack oder zwei für mich? Also ich habe einen Rucksack. Warte mal. Ich hab zwei. Können wir noch ein paar Rucksäcke machen? Ja, das war ja vorhin meine Aussage. Nein, eigentlich. Also einen können wir noch machen, ja. Ich habe halt einen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, wo das ganze Kunstleder hin ist. Ich hatte so viel Kunstleder. Hier, Dagi, da liegt er. Danke. Wo ist denn überhaupt auch das ganze Knochenzeug? Wie kann man denn da eigentlich neu benennen? Knochenmehl sind da drin. Warte mal, warum ist es Knochen? Wir haben doch da hinten diese... Ja, die hatte ich schon mal gemacht und hatte da einen Haufen Kunstleder rausgeballert. Und das war auf einmal dann wieder spurlos verschwunden. Kann mir nie helfen. Unity. Immer schön, der wo nicht da ist. So, gut. Lauf mit dem mal hinterher. Ja, warte mal. Ist ja fast schon soweit, ne? Machen wir jetzt noch was Spannendes? Eigentlich nicht so, ne? Ja, eigentlich nicht. Nö, ich tue jetzt eigentlich nur hier das Zeug. Ich stell mich unter einen Baum. Wo, welche Baum? Ja, Marktplatz. Marktplatzbaum, ich auch. Ach, dann warten wir nämlich dort und dann beginnt die Reise. Habe ich jetzt im Übrigen, liebe Zuschauer, den Extreme Shader mal drinne. Mal sehen, wie der so ist. Dank meiner neuen Hardware geht das ja jetzt. Ja, wir gucken mal. Aber es läuft eigentlich alles gut. Ich glaube, da sind die Sonnenstrahlen noch ein bisschen intensiver und so. Wir gucken uns das mal an. Na? Machen wir. Oder wie war das? Okay. Läuft bei uns. Wo bist denn du, lieber Pet? Dagi. So doof. Ja gut, lassen wir das für heute. Ja, also, ich würde sagen. Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jawohl. Nächste Folge fangen wir an zu reisen. Wir gucken mal, was das Sofa so hergibt und ob es schafft, wie auch immer. Ja, dabei war natürlich der Daki und der Pedobär. Ja. Und ja, lasst uns doch mal ein Däumchen nach oben da oder was auch immer. Oh je. Guckt auch mal beim Papa rein, hier beim Pedo. Genau, beim Papa. Papa, warum ist du eigentlich die Papa Let's auf Play. YouTube? Das verstehe ich nicht. Ja, wollte es gerade auch. Aber wahrscheinlich Pedo, ne? Ja. Pedo Papa. Pedo Papa, Alter. Okay, das war hart. Gut, okay. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Ja. Der Pedo Papa, Alter.